Im Jahr 1607 ereignete sich in Haierhöfen in der Nähe von Christian Mühners Wahlheimat Sellstedt der letzte dokumentierte Hexenprozess dieser Region. Aufmerksam wird Christian Mühner auf den Hexenprozess durch einen befreundeten Lehrerkollegen, der ihm eine Abschrift der historischen Prozessunterlagen aus dem Gutsarchiv in Alt-Luneberg überlässt. Die handschriftlichen Unterlagen umfassen im Original 60 Seiten und protokollieren die gerichtliche Untersuchung gegen die Wirtin Engel von Greuen. Die Angeklagte soll mit ihrem Lieferanten Borchard Brockmann in einen Streit geraten sein. Wenig später starb dieser völlig unerwartet. Engel von Greuen wurde vorgeworfen, seinen Tod durch Zauberei verantwortet zu haben. Christian Mühner ist von dem historischen Wert der Dokumente überzeugt und macht es sich zur Aufgabe, den Hexenprozess in Holzschnitten nachzuerzählen. Das Ergebnis ist diese beeindruckende Holzschnittreihe mit 25 Schwarz-Weiß-Illustrationen. Die Illustrationen erinnern an mittelalterliche Flugschriften. Die Texte unter den Bildern sind Auszüge aus der alten Handschrift in der Originalvorlage. Die Textteile wurden von Christian Mühner genauso wie die Motive aufwendig in die Druckplatte des Holzschnitts eingearbeitet.